So, da ich wegen Quarantäne mein Häuschen ja eigentlich nicht verlassen darf, habe ich da unten gegenüber einen Basketballkorb gebaut. Und ich habe einen schönen Kran gebaut, mit dem ich meine Solarmodule jetzt endlich mal hier oben montiert habe. Deswegen habe ich auch so viel Strom, dass ich das Ding da oben kurz geschlossen habe. Und da hinten, die Sonne geht irgendwie gerade unter. Ich versuche jetzt mal ganz schnell den Abschluss zu machen, ja. Also die Utopia, weil ich ja echt, ich würde das gerne irgendwie abschließen, weil ihr eh alle zu blöd seid. Ja. So, die Utopia könnte eigentlich ganz, ganz, ganz einfach und schnell gehen, weil ich im Prinzip im vorigen Teil, also der Nummer 11, das Böse, ja schon eine alternative Regierungsform im Prinzip ja eigentlich angedeutet habe. Ja. Also weder die direkte Demokratie, wo jeder abstimmt irgendwie über und die da irgendwie alles zusammen machen, noch eine repräsentative Demokratie, wo wir halt irgendwie irgendwelche Leute wählen, die uns irgendwelche Sachen vorlegen. Ich würde es jetzt mal die aktive Demokratie nennen. Also irgendwie eine Demokratieform, in der man nicht durch die Wahlen irgendwas entscheidet, sondern in der man halt aktiv jeder in dieser Stufe von unten nach oben integriert wird. Kommt vielleicht später nochmal. Und weil das jetzt nicht so trocken ist und weil das Netto-Video ja so schöne, viele negative Bewertungen bekommen hat, Besser kann ich ja eigentlich gar nicht beweisen, dass meine Gesellschaftskritik irgendwie angebracht ist. Weil das wollt ihr natürlich nicht hören. Ja? Und ich war jetzt gestern irgendwie beim Netto für meinen Nachbarn einkaufen mit meinem kleinen Anhänger. Und da war natürlich gleich wieder nächste katastrophale Situation. Und deswegen irgendwie kann ich das gleich wieder dranhängen. Ja? Irgendwie schön. Und daraus leitet sich im Prinzip jetzt wieder irgendwie ein Vorschlag für die Fridays for Future. Weil im Prinzip geht es mir ja immer wirklich darum, dass irgendwie ich will jetzt hier nicht der Führer sein, sondern im Prinzip irgendwie halt ein Lösungsweg. Ja, irgendwie der hier halt, wie gesagt, ne? Wie war das am Anfang? Technologischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel, individueller Wandel. Inzwischen mache ich halt den Abschluss hier mit dem gesellschaftlichen Wandel und halt hier da wieder irgendwie diese aktive Demokratie. Und da jetzt wieder ein Beispiel von dem Netto, also wieder genau dem Netto, bin ich da nämlich runtergefahren, irgendwie dann schon irgendwie mit Handschuhen rein und der war voll, der Netto, ja. Das war wirklich irgendwie die Schlange irgendwie, ich meine, war 3 Meter Abstand, die stand irgendwie bis hinten zur Kühltheke, ja. Und überall, wo man gefahren ist, ich muss dann schon irgendwie den Leuten ein bisschen ausweichen, irgendwie, man will ja nicht oder so, und die Hälfte schon mit irgendwelchen. Und ich wirklich so von denken, wie kann das sein, ja? Ne, und jetzt kommt halt wieder für euch und irgendwie alle, die eben gerade irgendwie die negative Bewertung irgendwie, ne, jetzt wieder rechnet's mal mit oder so, ne, was ihr natürlich erstens denkt, dass ihr es nicht nötig habt, weil ihr ja eh im Recht seid, noch, aber ihr würdet dann halt merken, wie blöd ihr alle seid. Also. Das hier sind 3000 Einwohner in diesem Dorf, ja, und die Sonne geht gerade unter, oh, jetzt ein bisschen kühler. 3000 Einwohner. Ich und zwei Supermärkte gibt es hier noch, ein Edeka und ein Netto, ja, und ich ernähre mich in einem Monat mit meiner schönen keto-veganen Diät für 100 Euro im Monat. Das ist so das Minimum, sage ich jetzt mal. Also 3000 mal 100, 300.000 Euro werden im Monat von diesen Leuten hier irgendwie in diesen beiden Supermärkten im Prinzip umgesetzt. Also 150.000 Euro im Netto. Das sind bei 20 Werktagen sind das ungefähr, oh schade, jetzt kommt wieder der Wind irgendwie, dann rauscht das so. Bei 20 Werktagen sind das 7.500 Euro pro Tag. So, eine zusätzliche Arbeitskraft, irgendwie eine Verkäuferin verdient 11 Euro Stunde irgendwie, sagen wir mal 15 Euro, 10 Stunden sind 150 Euro. 150 Euro geteilt durch den Umsatz von 7.500 Euro macht 1/20. Das sind praktisch 0,2 1/50. Ne? 15 mal 5 gibt 75, 150, 7500, 1/50 sind 2%. Also man müsste bloß irgendwie, naja, alles 2% teurer machen, dann hätte man irgendwie die zusätzliche Kraft, die dann praktisch irgendwie die Sachen 7.500 Euro. Nehmen wir mal an, ein Artikel kostet 1 Euro, das sind das 7.500 Artikel, die praktisch irgendwie von dieser zusätzlichen Hilfskraft in diese Einkaufswagen gepackt werden kann, um sie praktisch dann vor die Tür zu fahren und die holen die dann ab. Ne? Also 10 Stunden, 60 Minuten, 720 Minuten geteilt durch 7.500 Artikel sind 10 Artikel pro Minute. Das sind praktisch alle 6 Sekunden, was in den Einkaufswagen. Ja, geht doch. Eine Einkaufskraft
Irgendwie fährt, holt immer Einkaufswagen raus, irgendwie die Leute bestellen online, irgendwie die packt die Sachen ein, irgendwie die kriegt dann schon den Kassenzettel, irgendwie wo halt der Reihe nach, irgendwie schön, die wissen ja, wo die Produkte sind, fährt sich raus vor der Tür, Türen runter ab. Ja? Und 2% teurer, ja, würden die Sachen teurer werden. Und ich meine, ja, was eigentlich die zwei Verkäuferinnen irgendwie, die haben ja da eigentlich gar nichts zu tun. Bräuchte noch nicht mal irgendwie diese zusätzliche Arbeitskraft. Aber, ne, das ist jetzt wieder so Vorschlag irgendwie, aber ne, das, wenn ich irgendwie in dem Netto, ist ja nicht, ne, hatten wir schon. Also irgendwie, das Schöne ist eben der zusätzlichen irgendwie, ja, die Schüler. War da nicht was mit Fridays for Futures? Die haben jetzt alle schulfrei, ja? Also wieso kommt irgendwie keiner irgendwie von den Schülern auf die Idee, ne? Könnten wir doch mal. Das ist jetzt wieder die aktive Demokratie, ja? Dass man halt wirklich von unten Probleme lösen. Und die Fridays for Futures, die halt, oh, jetzt können wir irgendwie nicht mehr streiken, weil irgendwie Quarantäne und alle zu Hause, ja? Jetzt könnte man viel... für die Alten. Die Alten wählen ja irgendwie noch die CSU und die Alten irgendwie. Jetzt könnten praktisch die jungen Schüler irgendwie 3000 Einwohner, 10% sind irgendwie Schüler. Also von diesen 300 Schülern irgendwie wird doch irgendjemand, der vielleicht schon 16 ist und der jetzt zu Hause sitzt, 2 Stück bräuchten wir für jeden Supermarkt, ja. Könnten wir alle Leute irgendwie beliefern, ja. Ja, diese zusätzliche Sekretärin, die dann nichts zu tun, Verkäuferin, die nichts zu tun hat, die kann ja vielleicht dann noch rumfahren oder so. Und wie gesagt, ihr habt es garantiert eben nicht mitgerechnet, ja, und geht eh nicht und kann nicht sein irgendwie und ist halt so irgendwie und dann machen sie da irgendwelche Plastikplanen damit irgendwie nicht hin. Dabei ist so einfach irgendwie zu lösen und ich möchte das jetzt damit, wie gesagt, eben abschließen und die Sonne ist untergegangen, mir wird kalt. Das ist halt irgendwie Fridays for Futures oder so, wenn ihr irgendwie der Welt irgendwie vor... Muss das jetzt sein? Dankeschön. Eine parallele Vorleben, ja, warten, bis die anderen alle sterben, ja, und halt selber machen. Und diese Struktur, diese aktive Demokratie von unten nach oben, ja, ist eigentlich ja genau das irgendwie, was Fridays for Futures irgendwie auch diese Organisation, wo eben jeder irgendwie, wo es nicht so von oben, ist ja eigentlich genau das, ja. Und das, wie gesagt, wieso kommen die nicht darauf, dass man jetzt hier, und das ist ja nur, das sind 2 von den 300 Schülern, ja, es gibt so viel, was man machen könnte, ja. Und da hätte man eben Zugang zu den Leuten, zu den Älteren, könnte irgendwie vielleicht noch Flyer geben, man könnte vielleicht sogar irgendwie am Ende nur vegetarische Produkte irgendwie ausliefern, ja, weil irgendwie, hab ich das hier irgendwie, ja, wo war das irgendwie? Ja, die spanische Grippe, ja, das war auch irgendwie ein Geflügelpestvirus, ja, irgendwie, wie viel, 40 Millionen und die asiatische Grippe 2 Millionen und die Hongkong-Grippe 1 Million Tote und die russische Grippe 700.000 Tote. Alles Viren, die von Tier durch diese Massentierhaltung und die Nähe zur Menschen auf den Menschen übergesprungen ist, ja. So, okay, das war jetzt das im Prinzip, ne, was ich so meinte. Utopia ist im Prinzip einfach diese aktive Demokratie. Hier Beispiel, wie sie im Prinzip von Fridays for Futures genau vorgelebt werden kann. Und jetzt möchte ich, weil ich es immer gesagt habe, dass Demokratie überbewertet ist, hänge ich irgendwie dran. Ich hatte es ja im Prinzip beantwortet, weil dieses einfach nur wählen gehen oder sowas und das führt dazu, dass man belogen wird von Leuten, die gewählt werden, ja, ist irgendwie... Wenn ich sage überbewertet, soll das nicht heißen, dass es schlecht ist oder sowas. Ja, aber ich habe im Prinzip verstanden, das ist im Prinzip eher nur so eine Versicherung, so eine Risikoversicherung, dass irgendwie, wenn halt was ganz schief läuft, dann können halt die Wähler irgendwie noch die Reißleine ziehen. Wie gut das in der funktioniert hat in der Weimarer Republik, irgendwie hat man ja gesehen. Also dann habe ich halt überlegt, gibt es so andere Schutzmechanismen oder so. Und dann ist mir jetzt zum Beispiel, ja, klingt jetzt wieder brutal oder sowas, ja, das in Amerika irgendwie das Recht auf Waffen, ja. Ich meine, die Amerikaner haben schon 4 ihrer Präsidenten irgendwie erschossen, ja. Das sind fast jeder 10. Präsident in Amerika wird erschossen, ja. Ist, so krass man das irgendwie jetzt sagen möchte, irgendwie, ja, ist im Prinzip auch eine Schutzmaßnahme, ja, und die funktioniert wahrscheinlich besser als irgendwie dieser irgendwie einfach irgendwie sich von Leuten belügen lassen, die man dann wählt, ja. Oder generell, dass halt da drüben irgendwie die Massaker und die Morde durch die Waffen, das ist halt wie Abhärten im Winter irgendwie, halt Demokratie, das ist halt,
die 500 Jahre Demokratie in Amerika, ja, sind halt irgendwie wirklich wahrscheinlich durch das Recht auf Waffen oder sowas, weil halt die Gesellschaft irgendwie damit gelernt hat, umzugehen mit solchen Krisen oder mit solchen irgendwie Schockmomenten. Ja. Das sind, und wie wichtig ist dann das Wählen oder, ja, also es gibt noch andere. Oder ich überlege halt immer irgendwie China. Wie ist China nicht vielleicht doch auch eine Art Demokratie? Ja? Ich meine, die kommunistische Partei sind 6 Millionen Mitglieder. Und die 6 Millionen Mitglieder, das sind Menschen, die aktiv daran teilhaben wollen, die Gesellschaft. Also nicht irgendwie zu Hause und Bierflasche und wählen die, die ich bekomme. Die, die mir das geben, was ich irgendwie haben will oder die es zumindest nicht versprechen. Ja, sondern in so einer Demokratieform, die im Prinzip... Demokratie ist ja Herrschen und bei mir ist dieses aktive Herrschen irgendwie, also nicht nur wählen irgendwie durch und deswegen ist so praktisch irgendwie eine stabile, freiheitliche, demokratische Grundordnung, sollte im Prinzip irgendwie ein Schwerpunkt, dass die, die auch wirklich irgendwie bereit sind, irgendwie der Gesellschaft irgendwie einen Beitrag zu leisten, ja. Und ich meine, klar, irgendwie die kommunistische Partei irgendwie, die hat halt irgendwie mehr Freiheiten, dann gibt es halt irgendwie von oben nach unten, aber wenn man dieses von oben nach unten abschafft, ja, und im Prinzip, ich meine, die Verfassung kann sich ja auch auf die Partei erstrecken, ja, also dass man im Prinzip jetzt so dieses kommunistische System, ja, mehr oder weniger verfassungsrechtlich genauso mit der Gewaltenteilung, ja, aber halt irgendwie nur die Parteimitglieder sind, können halt irgendwie, und jeder darf natürlich Parteimitglied werden und hat innerhalb der Partei Recht auf freie Meinungsäußerung etc. oder sowas, ja. Deswegen hier, dass wir hier so toll, nur weil wir alle 4 Jahre wählen gehen oder so, das ist nicht, ja. Und was das Schöne an der Corona-Krise war, ist mir aufgefallen, im Prinzip, jedes totalitäre System hat immer irgendwie, muss Angst haben, dass irgend so ein Virus irgendwie auf einmal irgendwie Quarantäne und Militär geht nicht mehr in die Zone, weil sie Angst hat zu infizieren und dann so ein Machtvakuum und wenn das Volk dann unzufrieden ist, gibt es irgendwie den Putsch und den Untergang. Und deswegen ich jetzt wirklich so sage, von wegen, welches System ist instabiler, China oder Deutschland, ja, also... Wenn hier irgendwie die Nazis irgendwie jetzt anfangen würden, irgendwie aktiv so ein Virus zu verbreiten und die Gesellschaft so kaputt gehen lassen, dann würde die Gesellschaft hier, was ich ja eben meinte irgendwie, würden die Nazis hier dann schneller irgendwie das System irgendwie zugrunde gehen lassen als praktisch in China, ja, wo die Menschen halt irgendwie durch irgendwie ja ihre Entfaltung, die wirtschaftlich ist. Es ist so diese Kombination zwischen Kapitalismus und Kommunismus, also Diktatur und Kapitalismus, der irgendwie durchaus irgendwie geschickt ist. Ich möchte jetzt, wie gesagt, die Demokratie nicht abschaffen, ja, aber ich finde halt irgendwie, wählen ist zu wenig, ja. Es muss wirklich so eine aktive Bereitschaft irgendwie her, dass die Menschen wirklich irgendwie Sachen irgendwie von unten nach oben irgendwie verändern wollen. Oh, so, und eigentlich sollte das Video Wer tut, hat Recht heißen. Was so krass ist, aber ich möchte es eben so krass beenden, um irgendwie jetzt wirklich irgendwie zu verdeutlichen, wie erbärmlich diese Reaktion hier ist, ja, weil ich hatte sie eben davor schon oder auch mit dem Beispiel irgendwie, das ist immer nur Dienst nach Vorschrift, ja, also ist das, was getan werden muss, ja, und deswegen jetzt hier irgendwie Müll, ja, alle irgendwie Quarantäne, alle zu Hause irgendwie, wir müssen so lange irgendwie, bis der Virus irgendwie vorbei, das ist halt nicht aktiv, was getan werden kann, sondern das nur, was getan werden muss. Ja? Weil halt die Politiker da oben irgendwie alles nur heuchelnde Lügner sind. Und deswegen so das krasse Gegenbeispiel, weil ich suche dann immer so von wegen, also gibt es irgendwas, wo eine Staatsform, wo die irgendwie besser, kreativer und es ist echt, ich finde es zum Kotzen, ja, weil ich lande dann immer beim Adolf Hitler, ja. Ja, und das ist, soll jetzt so krass sein, weil Adolf Hitler in der Zeit, in der Situation, was hätte der gemacht, ja. Alle über 65 irgendwie Hausarrest zu Hause, ja. 60 bis 65 irgendwie machen nur Versorgung derer, die zu Hause sind, so. Und alle unter 60 und arbeiten irgendwie Doppelschicht. Doppelschicht arbeiten irgendwie und wenn nach einem Jahr die Corona-Krise irgendwie überwunden ist, ja, dann hat Deutschland irgendwie 1000-mal so viel Panzer wie alle anderen und dann wird nicht nur Europa, sondern die ganze Welt überrannt, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt irgendwie und das drückt irgendwie da aus, irgendwie dieser Tatendrang, ja, den ich halt in der davor gesagt hat, irgendwie halt nur in der Zerstörung. Ja. Ich habe das einer Bekannten erzählt, die sagte, ja, irgendwie nicht alles im Hitler war schlecht oder sowas. Doch,
Es ist schlecht, wenn man diesen Tatendrang nur dazu benutzt, Panzer zu bauen. Ja? Und im Faschismus geht halt der Tatendrang nur über Zerstörung, weil er halt über die Minderwertigkeitskomplexe irgendwie gebunden ist, die wiederum dann nur zu Angst und Hass führen. Ja? Aber das muss nicht sein. Ja? Und deswegen, mich kotzt es halt so an, dass diese Gesellschaft irgendwie sich selber immer vorhäuscht, wie toll die ist und sowas. Und dabei irgendwie, wir werden in den nächsten, ich habe es eben ja erzählt, wir werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren werden wir so eine Epidemie haben, die wirklich irgendwie 10, 20 Millionen Tote hat, weil sie wirklich so krass ist. Ja? Und wir könnten uns freuen, dass wir gerade so einen Virus haben, der so harmlos ist, dass wir dieses wirklich, dieses durchtesten können mit der Immunisierung. Ja? Und wirklich irgendwie diese Fake News, die waren ja eigentlich bezogen auf diese Populisten. Die haben natürlich gleich umgedreht und wer lauter schreit, hat recht. Und jetzt, ja, aber ärgert mich wirklich dann irgendwie der Drosten, irgendwie dieser anerkannte irgendwie Mediziner, dann irgendwie die Corona-Partys und irgendwie so, irgendwie was, irgendwie hat er geschrieben. Wenn jetzt die Masernpartys wieder losgehen, dann hat unsere Gesellschaft versagt. Ja? Dann sind wir eine verfehlte Gesellschaft von Egoisten. Ja? Das ist wirklich, das ist gelogen. Ich kann irgendjemand mal Strafanzeige irgendwie wegen Falschinformationen. Irgendwie, der ist Mediziner, ja. Das ist wirklich richtig gelogen, ja. Denn Masern, Corona und Masern ist Unterschied, ja. Der Unterschied ist irgendwie, bei Masern gibt es einen Impfstoff, ja. Das heißt, irgendwie Masernpartys irgendwie sind halt irgendwie nicht sinnvoll, weil es einen Impfstoff gibt. Ja? Während beim Corona gibt es weder Impfstoff noch es gibt eine Medikamente. Das heißt, die einzige Methode, um eine Herdenimmunität zu erreichen, ist, dass genügend Menschen irgendwie sich infiziert haben und dann irgendwie immun geworden sind. Das heißt, Corona-Partys, sage ich jetzt mal, ja, sind im Prinzip, wären tatsächlich irgendwie die einzige sinnvolle Möglichkeit. Ja? Genauso wie Masernpartys früher und auch jetzt an sinnvoll wären, wenn es keinen Impfstoff gibt. Ja? Und dann so einen Spruch zu machen, dass man irgendwie, ja, die gezielte Infektion irgendwie, die ist nicht, ja, weil irgendwie Masernparty, das ist gelogen. Ja? Jetzt habe ich den Faden verloren, ja. Dieses wer tut halt recht irgendwie, möchte ich halt, weil ich irgendwie so böse Sachen sage mit Adolf Hitler oder sowas, ja, und okay, wer tut halt recht und wer nichts tut, hat nie recht, ja. Es geht dabei immer noch irgendwie um gut oder böse. Man kann Gutes tun oder man kann Böses tun, ja, und Faschismus ist halt, geht nur böse oder sowas, ja. Aber grundsätzlich irgendwie ist dieser Tatendrang oder so und wer tut halt recht irgendwie und wer nichts tut, hat nie recht, ja. Das ist so eine Basis von einer Gesellschaft, ja, in der man halt wirklich, das ist ja erste Regel, sprich immer ja, zweite Regel, sprich immer ja. Dritte Regel, liebe deinen Schmerz, vierte Regel, schau nie zurück und die fünfte und letzte Regel heißt, erst ficken, dann reden. Weil halt irgendwie diese Gesellschaft irgendwie, jetzt, ich muss da warten, bis der Zug vorbeigefahren ist. Also Pubertät ist nichts anderes als ficken wollen, aber nicht dürfen. Und dieser schwachsinnige Widerspruch wird dann dadurch aufgelöst, indem man erwachsen wird. Und wenn man dann erwachsen wird, irgendwie, dann geht es nur noch ums Ficken. Genau gesagt, es geht darum, so zu tun, als ob es nicht darum geht. Ja, das ist dann alles irgendwie, und deswegen das mit dem, das ist im Prinzip irgendwie die Aussage irgendwie, dass man erst, dass der Sex irgendwie einfach irgendwie, ja, da ist er und hat seine Berechtigung, ja, und nicht erst irgendwie rumreden und sich gegenseitig klar, bis man dann mal irgendwie am besten gleich mal das irgendwie hinter sich bringt. Also eine Gesellschaft, in der irgendwie der Sex irgendwie seinen berechtigten Platz hat, wie Essen, Atmen, Trinken, Schlafen etc. Aber die ersten beiden Regeln, sprich immer ja, ja, das hat dieses irgendwie Taten irgendwie. Man kann nur zu etwas Nein sagen irgendwie, wenn man sagt, ja, tut mir leid, irgendwie da ist was noch Schöneres, irgendwie habe keine Zeit irgendwie, ja, weil Zeit ist nun mal endlich, ja. Und ja sprechen ist quasi das Gegenteil von ja sagen. Ja, weil ja sagen ist immer mitmachen. Man sagt ja zu irgendwas. Das sind immer ganz traurige Geschichten, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt so ein Gedicht irgendwie von sexuellen Missbrauch, der Vater irgendwie ins Kinderzimmer und das kleine Mädchen irgendwie sagt dann nein, 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 aber Papa sagt, macht's doch, ja. Das ist eben gerade dieser Lustgewinn, dass man irgendwie das überschreibt irgendwie und der will nicht, dass sie ja spricht, der will, dass sie ja sagt, dass sie halt mitmacht. Aber ja sprechen ist so ein innerer, ein aktiver, irgendwie kreativer Ansatz. Ja, deswegen, ja sprechen irgendwie heißt nicht, man sagt zu allem ja, ja, sondern ja sprechen heißt, man macht zu dem fröhlichen Ding, macht man ja. Ja, und das ist dieses, wer tut, hat recht,
Ja? Und es geht nur darum, ob man Gutes oder Böses tut. Und mir wird es jetzt hier zu kalt. Also so eine lebensbejahende Gesellschaft, die halt wirklich aktiv von unten nach oben irgendwie, das im Prinzip irgendwie der ganze demokratische Prozess ist, dass es irgendwie nicht nur irgendwann wählt, sondern man ist aktiv dabei und dass das im Prinzip halt genau das ist, was die Fridays for Futures irgendwie jetzt umsetzen könnten, also parallel irgendwie und jetzt gerade eben mit diesem Beispiel heute irgendwie, das ist irgendwie die, das zeigt halt irgendwie, das sind halt irgendwie auch irgendwie keine Ja-Sprecher irgendwie, sondern es sollen ja immer nur die Politiker machen. Wir streiken so lange, bis wir das bekommen, was wir, Versager quälen so lange, bis sie das bekommen, was sie haben wollen. Und bei mir gibt es immer nur Versager oder Verlierer. Also entweder man ist ein Versager oder Verlierer. Und ich kann es euch jetzt sagen, wenn ihr wählen könnt, ihr würdet alle freiwillig den Versager wählen, weil Versager können auch jede Menge Spaß haben. Beim Verlierer geht es nur um die Lebensfreude, um die Freude irgendwie. Und wenn man halt verliert, dann verliert man halt irgendwie. Ja? Und das Ziel ist nicht so wichtig, sondern man ist halt stolz auf das, was man tut. Ja? Und deswegen wirklich, ne, Fridays for Future, seid mal stolz auf irgendwas, auf, ne, was ihr heute tun. Und deswegen die Schüler hier, ne, kann man deutschlandweit machen, weil diese 3.000 und die 10% und diese 100 Euro pro Monat, die kann man natürlich alles hochskalieren. Ja? Okay, das war Robo Dörn. Robo for Future. Ich würde ja, wie gesagt, gerne so eine Kickstarter machen, in der das dann international wird, wo eben wirklich so eine Plattform ist, wo dieses von unten nach oben auch wirklich irgendwie praktisch irgendwie vorgegeben ist, wo man irgendwie diese Vorschläge irgendwie alle eintragen kann und dann irgendwie die hoch und abstimmen, sodass sie dann wirklich irgendwann so eine Zustimmungsbasis finden, dass sie auch umgesetzt werden. Ja? Weil ich bin jetzt hier immer nur der eine, der anfängt irgendwie. Aber ich bin ja der geborene Verlierer. Und deswegen irgendwie für mich, ich habe es halt irgendwie jetzt mal gesagt, aber ich bin froh, dass ich dann jetzt irgendwie zu Ende habe und bevor irgendwie nicht da irgendwie 10.000 Leute kommen, die sagen, ah, mach doch mal weiter irgendwie. War es das jetzt? Okay, gute Nacht und viel Glück.